Regionalliga Nordost Transfer News. Dominik Pelivan kehrt zurück zur Energie Cottbus. Der Innenverteidiger vom Chemnitzer FC spielte schon 2 Saisons bei den Cottbusern. In der letzten Saison hatte er sehr viel Verletzungspech und musste in 19 Partien verletzungsbedingt passen. Hoffen wir mal, dass er für die neue Spielzeit verletzungsfrei bleibt. Wir bleiben in Cottbus und zwar verlässt Tobias Eisenhut den FC Energie. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg. In der letzten Saison stand Eisenhut in 32 Partien auf dem Platz, machte 2 Tore und 3 Vorlagen. Ein weiterer Transfer ist der Wechsel von Marcel Engelhardt vom FSV Zwickau in die zweite Liga zu Holstein Kiel. Der 30-Jährige kam in der letzten Saison für Zwickau in 5 Partien zum Einsatz und soll den Kieler Kader in der Breite unterstützen. Für mehr Transfer-News lasst ein Like und ein Abo da.